Ja, hallo liebe Bastelfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Partwork Modellbau. Schön, dass ihr wieder mit reingeschaltet habt zur nächsten Videofolge hier auf diesem kunterbunten Kanal, wie man es unschwer erkennen kann mittlerweile. Und ja, auch zu einem kunterbunten Projekt heute, denn es geht an unser kunterbuntes, habe ich schon ein paar Mal erwähnt heute, Disney Puppenhaus. Genau, darum soll es gehen. Die nächsten vier Ausgaben haben mich auch schon vor einiger Zeit erreicht, aber ja, momentan habe ich viel anderes um die Ohren, was ich auch erledigen muss und im Kopf habe. Und dann kommt manchmal tatsächlich das Video machen ein bisschen zu kurz. Aber ja, ich werde trotzdem Stück für Stück hier durchkommen. Und das ist die Hauptsache für mich, dass das Ganze weitergeht. Und natürlich auch für euch, dass ihr Content habt. Natürlich. Ja, das Disney-Puppenhaus ist wieder am Start mit den Ausgaben 44 bis einschließlich 47. Und heute machen wir mal eine Viererfolge, würde ich sagen. Ich werde nicht alle Bauschritte heute zeigen, weil sie sich doppelt und dreifach und vierfach wiederholen. Es geht nämlich hauptsächlich um den Bau des Kellers. Und zwar von Winnie Pooh. Da haben wir ja schon letztes Mal angefangen mit der Bodenplatte, die wir hier haben. So sieht das Ganze momentan aus. Und die erste Wand haben wir auch schon ja, zusammengesetzt aus zwei Einzelteilen und tapeziert. So sieht das Ganze jetzt aktuell aus. Und ja, genau da wollen wir weitermachen. Wir bekommen in den Ausgaben 44 bis 47 viele neue Wände dazu. Eine Tapete haben wir noch vom letzten Mal übrig. Da kommt die entsprechende Wand in der 44 direkt mit dran. Und dann seht ihr schon in der 45 gibt es weitere Wände. Wandstücke und Tapetenstücke und so weiter, die allesamt erstmal tapeziert werden wollen und so weiter. Das werde ich dann hinter der Kamera machen. Und dann geht es daran, dass alles zusammengesetzt wird auf dem Boden, dass also das Kellergeschoss sich quasi selber entwickelt. Eine Treppe haben wir auch mit dabei, die kommt mit rein. Ein paar ja, Verkleidungsleisten werden mit dazu kommen, ein paar Deko-Elemente allgemein ebenfalls. Und ja, das ist soweit der Plan. Also, ich mache es nicht zu langwierig, trotz vier Ausgaben. Ich zeige euch ein bisschen was und das, was ich ja verdoppelt, verdreifacht und wie auch immer zum Zeigen, das mache ich dann für mich. Ja, dann würde ich sagen, legen wir direkt los, oder? Ich bin dafür. Auf geht's mit den nächsten vier Ausgaben unseres Disney-Puppenhauses. Die Ausgaben 44, 45, 46 und auch die 47. Los geht's. Dann legen wir los mit Ausgabe Nummer 44 als allererstes, die wir verbauen wollen, wo wir eine neue Wand bekommen und zwar in zwei Teilen, wie auch schon beim letzten Mal, sind das diese beiden Elemente, die wir jetzt verbauen wollen, beziehungsweise zusammenbringen wollen, genau an dieser, nee, nicht dieser, dieser Stelle. Da kommt es zusammen. Ne, das wird einfach so wieder zusammengesteckt. Ne, so sieht das Ganze aus und soll verklebt werden, so wie das aussieht. Genau, erstmal verleimt werden und dann kommt wieder die obligatorische Tapete rüber. Ne? So sieht das Ganze aus. Ja, das werde ich mal eben tun. Aber wir haben nebenbei auch einen neuen Hausbewohner in dieser Ausgabe. Ja, der Donald Duck ist mit dabei. Er sitzt hier quasi. Ne? Das ist er. Donald Duck ist jetzt auch mit von der Partie und stolzer Bewohner dieses stetig wachsenden Häuschens. Das heißt, er darf sich hier auch gerne dazu gesellen und dann legen wir los. Ja, wie üblich werde ich hier erstmal ein bisschen Holzleim anbringen an die Punkte. Nicht zu viel, dass das zu viel quillt, aber es sollte natürlich trotzdem alles passen. Einfach mal so rum. Oder so rum. Testen wir das schon mal so weit zusammen. Auf jeden Fall schon mal eine wichtige Sache, dass das erstmal zusammensitzt. Und während das jetzt in der entsprechenden Position trocknet, werde ich jetzt ein bisschen springen, weil es bringt ja nichts, wenn ich jetzt euch hier die Tapete über die nasse Klebestelle rüber fege. Deswegen lege ich die mal eben kurz zur Seite,
Und das mit dem Tapezieren dieser großen Seite mache ich gleich und wechsle eben schon mal in die Ausgabe Nummer 45. Ja, heute ist mit Denken angesagt, dass ihr nicht überfordert werdet. Und zwar haben wir hier in Ausgabe 45 1, 2, 3, 4 Wandstücke, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tapetenstücke sogar. Wir brauchen aber in dieser Ausgabe, so wie ich das lese, die beiden großen Tapetenstücke, die auch unterschiedlich hoch sind. Die kleineren brauchen wir gleich erst, alles klar. Und wir bekommen nebenbei in Ausgabe 45 einen schicken Teppich. Guck mal, schön, oder? Sehr schön detailliert, wie ich finde. Sehr cool, richtig geil. Liebe zum Detail, habe ich schon erwähnt, genau so ist es. Der ist für das Wohnzimmer von Mickey Mouse. Übrigens nebenbei ist das der Teppich. Ja, und wir sollen loslegen, indem wir genau diese Wandstücke tapezieren werden. Und da gucken wir mal, welche zuerst genommen werden. Wandabschnitt E ist der hier, wo auch hier ein bisschen Dekoration mit dran ist. Alles klar, den sollen wir zuerst nehmen. Alles klar. Und dazu kommt die Tapete C. Jetzt gucken wir mal, welche der beiden Tapeten das ist. Ist das diese hier? Nee, kann es nicht sein, weil sie ist zu kurz, wie man sieht. Das heißt, das kann nur diese hier sein. Alles klar. Und soll auf der Rückseite aber eingesetzt werden. Oder verklebt werden. Und zwar genau hier an dieser Kante soll die hier angelegt werden. So sieht das aus. Und dann hier rüber gezogen werden. Genau. Alles klar, das kriegen wir hin. Kein Hexenwerk. Natürlich hier mal gucken, dass wieder das alles schön bündig abschließt alles. Ja, muss man eben das richtig setzen. Und dann schauen, dass natürlich alles beim Verkleben weiter gerade bleibt. Bis zum Ende. So. Tapete schon mal dran. Keine Blasen, keine Löcher, kein gar nichts. Wunderbar. Hier unten schließt es bündig ab. Oben rum steht es wieder ein bisschen ab. Das soll aber wahrscheinlich so sein. So, und jetzt haben wir hier ja zwei Schienen gehabt. Einmal hier und die andere wird gerade verdeckt. Hier sollen wir diese wieder freischneiden quasi, so wie das aussieht. Ja, mal gucken. Ja, wir sollen auf jeden Fall hier diese Ecke wegschneiden. Das ist ja riesig. Und den Rest von hier oben. So, dass das jetzt quasi wegfällt. So, seht ihr schon. Wunderbar. Ne, so haben wir es freigeschnitten, das Ganze. So sieht das Ganze aus. Alles klar. Oben soll wieder ein bisschen gefaltet werden. Dass es jetzt einen großen Ausschlag gibt, weil der Millimeter hier, naja, weiß nicht. So, das haben wir schon mal erledigt und währenddessen das fertig ist, nehme ich mir das nächste Wandstück daher, das ist jenes. Und soll ebenfalls tapeziert werden, jetzt mit der nächsten Platte. Und auch hier sollen wir das Ganze jetzt so, wie es jetzt hier liegt, verkleben. Das heißt, hier kommt es ran. Diese Verbindungspunkte sollen nicht mitgenommen werden, also so. Soll es hin, dass das hier auch wieder übersteht. Ich muss mal eben gucken, ob das mit optisch hier der Überstand mit den Bildern übereinstimmt. Ja, das passt. Dann machen wir das. Können wir alles tun. Dann machen wir doch gerne alles so. Müsste das hier sitzen.
Manchmal macht es vielleicht mehr Sinn, hier tatsächlich unten anzusetzen. Dann passt das nämlich auch mit der unteren Kante. So. Haben wir auch mit dran. Und jetzt soll das alles, was hier übersteht, weggeschnitten werden. Alles klar, wir sollen hier einmal drum rumschneiden. Genau, einmal hier. Einmal da. Dann einmal, ja, weiß auch nicht, so. Hier längs auf jeden Fall. Hier längs. Dann haben wir den schon mal raus. Ja, bis auf die Ecke da, wo man leider super reinkommt mit dem Cutter. Gar nicht. Ich denke mal so, das wird dem Ganzen, ups, sehr schön, kein Abbruch tun. Die ganzen Reste so. Und ich denke mal, dass das alles weg soll. Ist das richtig? Mal eben gucken. Ja. Beziehungsweise soll das hier sogar weitergeschnitten werden, dass diese Flächen wie hier auch frei sind. Na gut, okay. Das heißt, ich muss einmal ein Lineal nehmen und anhand der Schnittkanten, die wir hier haben, so, da sind sie, dann weiterschneiden. Hilft ja nichts. So, dass wir den so abnehmen können und ihr seht, dass diese Kanten dann wieder frei sind. So ist der Plan gewesen. Und so wie es jetzt hier aussieht, sieht es auch auf den Bildern aus. Das ist schon mal gut. Hier oben soll die Kante wieder ein bisschen weggeknickt werden. Aber okay. So, jetzt geht es darum, dass die ersten Wände eingebaut werden sollen. Ich mache eben einen kurzen Cut und warte noch, bis die letzte, diese Wand fertig ist. Und dann geht es anders nach und nach einbauen dieser Wände. Ich kann schon mal eben sagen, dass wir ja noch zwei weitere Wände haben, diese hier, und noch vier Tapeten übrig haben. Ich werde diese auch einmal tapezieren, diese Platten, genau wie jetzt gerade eben diese großen, werde ich die kleinen auch schon vorbereiten, sodass wir gleich in der nächsten, dass ich euch gleich in der nächsten Aufnahme einfach alles zeigen kann, wie alle Wände Stück für Stück dann in den Boden mit eingesetzt werden. Bis gleich. So ihr Lieben, genug tapeziert und zurechtgeschnitten. Jetzt wird es Zeit, dass wir die Wände mal einbauen wollen, die wir alle haben. Hier haben wir eine Wand, hier haben wir eine Wand, hier haben wir eine Wand und da eine. Das sind erstmal die vier großen, die in die Ecken quasi kommen. Da wollen wir direkt mal loslegen. Ich habe gerade eben schon Probesitzen gemacht. Das hält soweit. Das heißt, wir können einfach jetzt drauf loslegen und an dem ganzen unteren Bereich den Holzstein dran machen. Ich brauche mal bald eine neue Tube, obwohl da eigentlich noch genug drin ist. Tut sich der Kleber schon ein bisschen schwer, da rauszuholen. Aber hier wird nicht gefragt, sondern geklebt, dass wir das hinkriegen. So, einmal kommt das helle Stück kommt hier mit hin. Dann können wir dieses erste Stückchen schon mal draufsetzen. Noch ist ja nichts hundertprozentig in Position, das heißt, ich mache jetzt einfach mal direkt weiter. Es soll sich erstmal alles in die richtige Position begeben. So, Nummer 2 kommt hier hin. Nummer 3 wird hier quasi reingeschoben. Das heißt, wir machen in diese Schienen einmal den Holzleim rein. Achso, und natürlich unten, macht auch Sinn. So, dann gucken wir mal, wie das jetzt passt. Ich hoffe, das passt gut. Mal eben alles richtig
inbiegen und drücken. Hier passt schon mal. Hier noch gerade nicht zu 100%, aber jetzt. Jetzt setzt sich runter. Alles klar. So kommt das jetzt alles schon mal zusammen. Hier passt das leider gerade noch nicht so richtig. Aber dafür kann ich ja ein bisschen Kreppband nehmen, der das zusammenhält. Oder dass die Teile zusammenhält. So schon besser. Auf der anderen Seite sitzt es. Dann auf der anderen Seite geht es weiter mit dieser Wand. Die muss hier reingeklinkt werden. Ist ein bisschen umfangreicher, habe ich gerade. Was heißt umfangreicher nicht, aber umständlicher. Habe ich gerade schon gemerkt. Beim Probesitzen. Muss man nicht so ein bisschen reinschieben. Oder reinklinken. So, damit das auch in Position sitzt. Ich sehe gerade, hier passt es noch nicht, auch nicht zu 100%ig, deswegen nehme ich auch hier ein bisschen Kreppband dazu. Dann kann ich das so zusammendrücken. So, haben wir auch fertig. Und dann kommen jetzt noch die Innenwände. Da habe ich ein bisschen bisschen doof geschnitten. Da sind mir zwei Punkte weggeschnitten. Da habe ich zwei Punkte weggeschnitten, die nicht hätten weggeschnitten werden sollen. Na gut, einmal habe ich hier eine Wand mit einer Tür. Das kommt hier mit hin. Die Tür kommt in die Richtung von dieser Wand mit rein. Also so. Machen wir auch fest. Das sind übrigens jetzt so ein Mischmasch aus Ausgabe 44, 45, 46. Wo diese Wände jetzt alle nach und nach eingebaut werden. Kann man am Rand noch ein bisschen was machen. So. Kommt einmal hier rein. So, dass wir auch hier die richtige Position haben. So. Und dann haben wir noch die letzte Wand. Das ist jene hier. Da muss man darauf achten, dass dieses Stück, was ich hier gerade übergelassen habe, hier hin zeigt. Jetzt seht ihr gerade, wenn ich das Ding einsetze, so, seht ihr hier, da habe ich mich verschnitten. Er fällt wahrscheinlich gar nicht auf, aber hier ist ein Stück weg und da ist ein Stück Tapete weg. Das muss ich noch ein bisschen wieder nachjustieren, oder nachkleben, weil das natürlich nicht so sein soll. Ich klebe es erstmal fest und ich habe die Schnipsel noch, die ich weggeschnitten habe. Die kann ich dann einfach ganz unscheinbar wieder in die Ecken kleben. Ob da jemand geschnitten hat, wird glaube ich nicht so auffallen. Denke ich, hoffe ich, vermute ich, stark. Ein bisschen was an den Rand. So, haben wir auch drin und ich fixiere das auch hier einmal mit dem Kreppband, damit das alles in Position bleibt. Gerade jetzt diese Ecke. Damit die schön zusammengedrückt wird. Und idealerweise auch hier so ein bisschen, weil sie steht so ein bisschen ab. Muss auch nicht sein. So, das sitzt eigentlich jetzt alles in Position. Das hebt immer noch ab. Keine Ahnung warum.
Jetzt hole ich die ganze Tapete weg. Ist auch geil. Tapete darf gerne kleben bleiben. Dann probiere ich das mal auf diesen Punkt hier. Probieren geht über Studieren, auch in dem Fall. So, sollte aber hoffentlich jetzt alles in Position halten, bis es fest ist. Und ja, das sind die Wände, die wir jetzt alle eingebaut haben. Wie gesagt, ich mache hier noch ein bisschen Feintuning, dass ich hier die Tapeten wieder ansetze, wenn sie dann, wenn alles trocken ist und alles in Position sitzt. So haben wir das Ergebnis jetzt schon mal. Ich meine, das war auch alles bis Ausgabe 46, wenn ich das richtig interpretiere. Genau. Dann nebenbei kann ich noch gucken, was ich in Ausgabe 46 so verbaue, was ich noch so geliefert bekommen habe. Nämlich eine Treppe, die wird gleich noch mit eingebaut. Das ist jene, die kommt hier so in die Ecke mit rein. So hier, da soll sie hinkommen. Die Treppe. Passt aber sehr gut auf den ersten Blick. Da kommt eine Treppe hin. Und wir haben noch ein bisschen Deko für die Küche von Alice im Wunderland. Wir haben hier wieder einen Stuhl und ein Teekännchen, keine Ahnung, wo drauf steht 10 geteilt durch 6. Auch spannend. Und ein Teller dazu. Das hole ich gleich mal eben raus. Die lege ich zur Seite. Wenn wir gerade schon dabei sind, nehmen wir gleich die Ausgabe 47 uns daher, wo es weitere Deko-Elemente gibt. Und das sieht mir nach Cinderella aus. Aber ganz stark, denn wir bekommen einen gläsernen Schuh. Ein gläserner Schuh von, das kann nur Cinderella sein. Eben die Ausgabe 47 aufschlagen. Tatsächlich, ne? Oh Wunder, der gläserne Schuh. Wir bekommen ein Kissen. Das ist jenes hier. Ups, das ist ein fliegendes Kissen, alles klar. Und ein Tisch, das ist der hier. Alles für das Schlafzimmer von Cinderella. Und wir bekommen 2 Abschlussleisten. Das sind diese beiden hier. Die wollen wir gleich auch noch mal mit verbauen. Vielleicht macht das jetzt sogar schon Sinn, diese einzubauen, diese Abschlussleisten. Vielleicht hätte das Ganze das dann noch ein bisschen besser in Position. Das wäre eine gute Idee, deswegen mache ich das mal eben. Lege die Details hier und die Einrichtungselemente wieder zur Seite und gucke, dass ich jetzt die Ausgabe 47 nochmal verbaue. Da kommt nämlich, ja, wie gerade schon gesagt, die Treppe hier rein. So sieht das aus, soll oben und unten verklebt werden, also hier an diesen Kanten, soll verklebt werden und soll dann eingesetzt werden, soll ja, perfekt sitzen. Schauen wir mal, ob das passt. Ich probiere noch mal eben. Plöpp. Aber das schließt hier exakt bündig ab. Also von daher passt das, so wie es sein soll. Ja, komm jetzt raus, du. Dann machen wir hier noch mal den Holzleim rein. Und hier an die Kante. Beziehungsweise unten hier an den Boden. So. Ne, haben wir dran und dann wird auch hier fixiert. Positiv runter drücken das Ganze, dass hier nichts. Beschmiert, großartig. Mehr als nötig. So, hier sitzt's, da sitzt's auch, also alles in Position. Ja, das ist schon mal gut. Ja, passt. Wunderbest. Ja, da sitzt die Treppe mit drin. Okay, und dann kommen die Abschlussleisten ran. Die sollen nämlich jetzt hier hinkommen. Und ja, quasi, die werden das Ganze hier noch ein bisschen miteinander verbinden. Hier kann ich gut kleben. Es ist ja quasi obenrum gar nichts mehr dran gerade. Deswegen könnte ich mal gucken. Die eine kommt nämlich hier hin. Deswegen sollen wahrscheinlich die Tapetenleisten hier auch eingeknickt werden, damit wir diese Abschlussleisten da drüber legen können. Gehe ich mal von aus. Genau so. Ja,
mal eben Probesitzen machen. Und auch hier gehe ich mal von aus, na so. Dass das dann, naja, so zusammenkommen wird. Aber da ist dann Luft zwischen, ist das richtig? Das glaube ich nicht, dass das so richtig ist, dass hier Luft zwischen sein soll. Nee. Aber hier, okay, hier wird diese Kante, ja, die soll noch nicht mehr sein, aber okay. Hier sehe ich schon, das passt noch nicht zu 100%. Oder muss ich den auch hier, ah ja, hier ist auch noch eine kleine Kante, alles klar. Dann muss ich das weiter schieben. So. Und so, alles da. Okay, so passt zusammen. Hier ist immer so ein kleiner Spalt neben dran, auf den muss man achten. Aber okay, dann können wir das natürlich auch schon so festkleben. Dann machen wir das. Und das ist dann auch schon der letzte Schritt für heute, für die 4 Ausgaben. Ich habe, wie gesagt, ein bisschen übersprungen, beziehungsweise hinter der Kamera gemacht, aber ist halt besser. So, dann nehmen wir diese Leiste. So, haben wir dran. Drin, dran, drum, wie auch immer. Und die zweite dann genauso. Dann mache ich auch so ein kleines bisschen hier an die Seite, dass die auch da sich verschließen können. Ich glaube, das war noch nicht ganz richtig. Ich muss den einen Millimeter verschieben. So. Jetzt kann ich das wieder zurecht schieben. Alles klar, jetzt kann das zusammenkommen. Jetzt sitzt an beiden Positionen richtig und schön, so wie das aussieht. Genau, so soll es sein. Und damit sind wir dann mit diesen 4 Ausgaben fertig. Wir sehen, wir haben viel getan. Es sitzt alles in Position. Alle Wände sind dran, die wir jetzt erstmal haben. Alle Tapeten sind verarbeitet. Wir haben noch ein paar Abschlussleisten, die natürlich jetzt an den Rändern noch kommen werden. Wahrscheinlich hier und hier und da auch noch rum. Hier oben vielleicht auch, weiß ich nicht. Und wir haben auf jeden Fall hier die Treppe eingebaut. Also ihr seht schon, da hat sich in dieser 4er-Ausgabe ja doch schon einiges getan. Und jetzt darf das erstmal alles durchtrocknen. Wie gesagt, die Ränder hier mache ich dann für mich noch wieder hübsch. Und dann passt das wieder so, wie es sein soll. Ja, ihr Lieben, die Ausgaben 44 bis 47 vom Disney Puppenhaus sind soweit abgeschlossen. Es trocknet jetzt weiter erstmal durch. Darf es natürlich auch, aber das Ergebnis sieht doch cool aus. Der Keller hat sich gut entwickelt. Wir haben alle Wände, die wir erstmal haben, soweit eingebaut. Es trocknet jetzt, wie gesagt, alles durch. Auch dieses kleine Zimmerchen da ist drin. Auch die Abschlussleisten oben dran, genauso wie die Treppe, die wir hier, wo ist sie? Da ist sie, mit eingebaut haben, ihr Lieben. Gut, das war soweit alles für diese 4 Folgen. Und ich glaube, dass wir in den nächsten Ausgaben auch noch weitermachen damit. Zumindest sieht das in Ausgabe 48 so aus. Wir bekommen nämlich weitere Abschlussleisten, die verbaut werden, und einen Leuchtturm für das Urlaubszimmer von Donald Duck. Das ist für die Ausgabe 48 angesetzt. Und ich glaube, dass wir, wie gesagt, weiterhin mit dem Keller noch zu tun haben werden. Ob alle 4 Ausgaben, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall werden wir da uns weiter drum kümmern. Das dann beim nächsten Mal. Ich könnte mir ganz stark davon ausgehen, dass es nicht mehr in diesem Jahr 2022 sein wird, dass wir das Disney-Puppenhaus weiterbauen werden. Deswegen, ich vermute es mal stark, deswegen gehe ich davon aus, dass es das hier dann erstmal damit gewesen ist.
mit dem Puppenhaus für dieses Jahr 2022, das erste Jahr von Puppenhaus, haben jetzt 47 Ausgaben fertig. Vielleicht kommt noch vorm Jahreswechsel die nächste Lieferung an, aber ob ich es zeitlich schaffe, die zu verbauen, seht ja gerade, das wird Rückstand. Ich habe, weiß ich noch nicht, werde ich sehen, aber auf jeden Fall, es geht weiter, das ist natürlich die Hauptsache. Ja, apropos gehen, ich gehe jetzt auch, beziehungsweise ihr dürft auch gehen. Das Video ist nämlich jetzt gleich zu Ende. Vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr gerne die Daumen nach oben da lassen und den Kanal dürft ihr auch sehr gerne abonnieren. Da gibt es direkt Nachricht für euch, wenn neue Videos hier auf diesem Kanal online gehen. Ja, das war es soweit von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuschauen nochmal und bis zum nächsten Puppenhaus-Video oder irgendeinem anderen Video hier auf diesem Kanal. Wünsche ich euch noch ein paar schöne Tage. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.